Wer war dran? Harrison, der Anwalt unseres geheimnisvollen Eigentümers und Arbeitgebers. Was wollte er? Unser Leben. Diese Akademie war Familienbesitz seit vielen Generationen. Es ist keine gewöhnliche Schule für millionenfache Showbusiness-Karrieren, sondern eine Schule für klassisches Ballett. Und nur die Besten der Welt kommen hier, um zu studieren. Ich habe sie nur verkauft, weil ich es musste. Ich wusste nicht, dass es so schlimm endet. Hat unser Mäzen schon einen Direktor für sein neues profitables Jazzdance-Programm gefunden? Das ist auch so eine Sache, die dich interessieren wird. Er hat seinen Neffen, David Bronson, dazu ernannt. David Bronson? Wo kommt der denn her? Geradewegs aus dem Knast. Tag, Goliath. Tag. Ich hätte ein Geschäft für uns beide. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Geschäft. Sieh dich mal um, was siehst du? Komm schon, was siehst du? Du siehst Früchte, überall, stimmt's? Ja, stimmt, ich sehe Früchte und zwar überall. Und vieles in den Kisten gab es schon. Weißt du, von vergammeltem Obst wird man doch nicht reich, oder? Stimmt, genau. Falsch, total falsch. Diese Halde hier ist eine Goldmine. Der Mist hier ist eine Goldmine? Eine Goldmine. Ich fahre einen Gabelstapler in der Goldmine? Hey, hör zu, die Antwort auf all unsere Träume ist nur eins, der Alkohol. Ist das klar? Alkohol. Kapier's doch. Viele saufen ihn. Viele reiben sich damit auch ein. Sie füllen den verdammten Mist in ihre Heizkörper, Mann. Wir sitzen auf einem gigantischen... Ich konnte nichts dafür, ich schwör's, Mann. Ich wollte den Laster stoppen und... Ich werde dich in Stücke schneiden! Hey! Komm auf! Nicht doch, Mann. Jeder verdient eine zweite Chance. Ich töte dich! Sie meinen, ich bin ein Gast? Ich töte dich! Ich werde dich zerreißen, nicht das hier! Ich werde ganz ruhig, okay? Hey, was hast du denn so blöde? Das ist so komisch! Oh, Mist! Halt ihn fest! Hinterher! Halt ihn nicht fest! Ich will ihn leben! Bleib gefälligst stehen, du feige Sau! Schenk doch das Klopapier! Hey, sind Sie wahnsinnig? Was soll das? Danke fürs Mitnehmen, Mann. Der da ist völlig durchgedreht. Igitt, der stinkt ja fürchterlich. Bitte, Schätzchen, das sagt man nicht, das denkt man höchstens. Gehört dieses Ding, dieser Hut, Ihnen? Ich meine, das tut mir schrecklich leid. Hier. Jetzt gehört er Ihnen. Wirklich, Sir? Ja, wirklich. Danke. Wie weit ist es noch bis zur Akademie? Wir sind bald da. Wo dürfen wir sie denn absetzen? Hä? An der Akademie. Zur Akademie wollte ich immer schon mal gehen. Ich bin David Bronson. Sie müssen Miss McKenzie sein. Ich stehe völlig zu Ihren Diensten. Mr. Bronson, ich hoffe, wir machen das Beste daraus. Ich gleich durchdrehen. Oh. Sieh dir das alles genau an, Maggie. Denn vielleicht wird eines Tages so ein Schloss mal dir gehören. Das ist ja fantastisch. Spielst du Klavier? Und wie ich Klavier spiele. Okay, dann mache ich lieber Platz. Bitte bedien dich. Oh Mann, hätte ich bei meinem letzten Gig in New York doch auch auf so einem Flügel spielen können. Der ist riesig.
Sie, Sir, sind entsetzlich. Wie heißen Sie? Ich bin Vince. Vince Johnson. Nett, Sie kennenzulernen. Sie stehen hier nicht auf meiner Liste. Ach nein, sind Sie sicher, dass ich... Schon in Ordnung. Er ist mit mir gekommen. Ist ein besonderes Projekt von mir. Mein Onkel weiß Bescheid. Vince hatte nur einen klitzekleinen Unfall auf dem Weg zu uns. Ist doch so, Vince. Ein fürchterlicher Unfall war's. Ja, ganz sicher. Würden Sie raufgehen und sich waschen. Bestimmt dauert es Wochen, ehe wir hier wieder frei atmen können. Doch nun möchte ich die übrigen willkommen heißen. Diese Akademie kann bestimmt für Sie alle eine besondere Erfahrung werden. Wir sind hier, um zu helfen. Wir wollen Sie fördern. Sie sollen die besten, professionellsten Tänzer werden, die man sich vorstellen kann. Weniger erwarte ich nicht von Ihnen. Ja, klar, tanzen. Und Sie sollten es auch nicht. Fein. Oh, wir sind alle hier bis auf Patrizia Rametti, der diesjährigen Gewinnerin des Claudia Gioni-Stipendiums, das jeweils an die beste Nachwuchsballerina Europas vergeben wird. Sie wird morgen hier eintreffen. Und Sie alle werden sie bestimmt sehr herzlich aufnehmen. Du musst dich beeilen, Patrizia. Der Wagen wartet unten schon auf dich. Ich weiß, Mama. Ich bin doch bald wieder zurück. Es ist wie ein großer Traum. Ich werde tanzen. Ich kann es doch. Schon gut. Du sollst ja tanzen. Kann ich was für dich tun? Sie sagten, das wäre mein Zimmer. Was? Ich bin Vince. Johnston. Wo sind deine Sachen, Mann? Noch in der Stadt. Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie nicht hören. Sag, ich bin Paula. Also sollen wir uns das Zimmer teilen? Was du nicht sagst. Ich bin Jenna. Die Zimmer sind leider etwas eng, hm? Huh? Ja, die sind sicher nicht für zwei gebaut. Das glaube ich auch nicht. Gut, wenn es so ist, wenn es nicht anders geht, hier würdest du das anziehen, nachdem du geduscht hast. Verbrenn deine Klamotten lieber, und zwar ganz schnell. Ich springe sofort unter die Dusche, ja, sofort. Schon jemals daran gedacht zu tanzen, Vince? Harte Arbeit und meine Hilfe, dann mache ich einen der Besten aus dir. Ich habe noch niemals getanzt, bis gestern meine ich. Rugby habe ich gespielt und ein bisschen Karate betrieben. Ich habe niemals getanzt. Ich muss Geld verdienen, Mann. Ja, natürlich. Dann arbeite nachts und die andere Zeit studierst du Tanz. Mann, es sollte dir doch klar sein, Vince, dass ein Profitänzer in einer Woche das Dreifache von dem nach Hause schleppt, was du mit deiner Obstbude verdienen kannst. Du hast es im Blut. Du musst es nur rausschwätzen. Ein Jahr Schufterei, aber danach wirst du alle anderen Tänzer spielen und an die Wand tanzen. Sofern du voll rangehst. Voll rangehen. Wahrscheinlich werde ich mich bestimmt in einem Irrenhaus wiederfinden, wenn ich mich dir anvertraue. Hey, aber ich trage keine Trikots mehr. Und ich trage sowas auch nicht. Oh, wo hast du deine Federn? Deine Federn sind ganz lang. Sieht dich so ein Mädchen, dann wird es gleich ganz krank. Oh, du
trägst das schönste Federkleid und das nicht nur zur Osterzeit. Deine Federn sind so lang. Entschuldigen Sie. Was machen Sie da bloß? Ich muss sie warm halten. Wieso? Brewster, sehr erfreut, mein Junge. Ja, ja, ich halte sie nur warm. Ja, das kann ich sehen, aber wozu denn? Ist mein Job. Sie meinen die Hühnerwärmen, Mann? Für die Tänzer. Was haben die denn von warmen Hühnern? Tänzer sind nur so gut wie das, was sie essen. Ja, okay, aber was hat das zu tun mit... Ich meine, wieso halten Sie die Hühner warm, Mann? Gibt größere Eier. Das hoffe ich jedenfalls. Größere Eier? Sicher. Hätte ich wissen können. Das ist kein Kaffeeklatsch, verstanden? Wenn ihr fertig seid, können wir vielleicht mal anfangen. Ihr sollt euch hier nicht nett unterhalten, sondern tanzen lernen. Dies ist eine Akademie. Das sieht schon viel besser aus. Mein Name ist David Bronson. Man nennt mich aber in der Rockwelt nur Moon. Was sollen wir nur tun? Wir sollten versuchen, unsere Jobs zu behalten und ihn irgendwie loswerden. Das weiß ich auch. Aber wie? Das weiß ich noch nicht. Das hier ist ein perfektes, schlechtes Beispiel. Miss Arrogant und Mr. Cool. Sie kommen hier einfach rein, wenn es Ihnen passt. Von nun an wäre es besser, wenn es euch passt, pünktlich zu sein. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Scheint der Mond zu hell oder sind wir hier in Hollywood? Es kommt noch schlimmer. Der Aufsichtsrat spendiert $1 Million extra, wenn das New Modern Jazz Programm sehr erfolgreich ist. 1 Million Bonus für Bronson? Ich hörte, Sie nennen ihn nicht mal David oder Mr. Bronson. Sie nennen ihn Moon. Bitte sei stark, Percy. Es wird nicht für immer sein. Manche von euch haben noch keine Ahnung, was sie anfangen sollen mit ihrem Leben. Aber das werden sie lernen. Genau hier. Und zwar schnell. Hast du verstanden? Ich kann dich nicht leiden. Und es ist egal, ob du mich magst. Die Besten von euch werden bereits an der Hollywood-Aufführung im Juni teilnehmen dürfen. Der Rest wird entweder gehen oder sich in Zukunft einem anderen Bereich der Showbranche widmen. Diejenigen von euch, die gehen wollen, werden darin unterstützt von mir persönlich. Wir haben keine Zeit, Versager mit uns rumzuschleppen. Nicht einen. Verstanden? Gut. Ich will, dass du immer die Augen offen hältst. Du wirst ihn beobachten und merk dir jede Kleinigkeit. Er darf dir keine Sekunde entkommen. Ja, okay. Du solltest die dringend waschen. In Ordnung. Dann lass sehen, ob es einen Grund gibt, dass ihr überhaupt hier seid. Du. Du, nenn deinen Namen und zeig, was du kannst. Die anderen gehen aus dem Weg. Ich heiße Paula. Paula Ryan. Never seen me stop. That's where we were screaming.
Ganz ordentlich. Ist das dieselbe Paula Ryan? Ja. Moon. Einer von uns wird wohl gehen. Komm schon, Miss Arrogant. In Unpünktlichkeit bist du ja toll. Aber vielleicht kannst du auch sonst noch etwas. Mein Name ist Jenna Caloni. Und das ist meine Auffassung von Tanz. Musik. Das sah doch ganz ansprechend aus. Du verfügst über ein paar interessante Bewegungen. Aber viel interessanter ist vor allem, obwohl du keine Musik mehr hattest, dass du dennoch nicht aufgehört hast zu tanzen. In Ordnung. Wir treffen uns wieder sofort nach dem Essen. Hey, Mr. Moon. Was ist mit dir? Du sagtest, du wärst gut, aber wir hätten es gern gesehen. Lasst mich noch kurz eine Minute, bevor ihr geht, darüber sprechen, was den Unterschied betrifft zwischen wirklich gut zu sein und es nur zu denken. Diejenigen, die nicht wirklich gut sind, quatschen immer nur und erzählen immer bloß, wie toll sie doch sind. Anstatt zu arbeiten, damit sie die Besten werden. Du bringst es nicht mehr, stimmt's? Deswegen unterrichtest du. Stimmt es? Die wenigen, die wirklich toll sind, haben keine Zeit für Gequatsche. Irgendwelche Fragen noch? Ich gehe ran. Ich gehe ran. Bist du verrückt geworden? Vielleicht, ich wollte nur telefonieren. Schere dich raus. Ich wollte nur telefonieren. Du hast mein ganzes Zimmer zerstört. Entschuldigung, raus hier. Jetzt bist du dran. Auf geht's. 7, 8. Los. Weiter. 1. Nochmal. Hey, du kannst mit. Jenna. Los. Komm her. Thank you.
über unsere Zukunft reden. Wir haben aber keine Zukunft. Weißt du, du bist schon die zweite Frau, die mir das sagt, diesen Monat. Wirklich? Ja. Wie viele andere Mädchen kennen denn deine Nummer schon? Jenna zum Beispiel. Oh, bitte. Jenna denkt doch, dass sie immer die Erste wäre. Oh, besser, wir sprechen nicht über unsere Zukunft. Besser, wir setzen uns hin und tauschen überflüssigen und bösartigen Mist über die Mitschüler aus. Hallo, Tommy. Hey. Brauchst du einen Mechaniker oder muss er auf den Schrott? Nein, geht schon. Aber einen Tipp geben könntest du. Die Blechkiste betreffend? Nein, lass das Auto. Wegen Frauen. So wie du aussiehst, weißt du eine Menge über Frauen, stimmt's? Ich bin Experte. Okay, du willst einen Tipp. Du willst einen Tipp von mir? Komm her, sieh dich an. Du bist ein Chaos. Du bist dreckig, du schwitzt und du stinkst. Deine Haare, als wenn du ein Bauernbursche wärst. Und dein Hemd, was soll das darstellen? Flanell oder was? Der Kram ist völlig out. Das ist total prähistorisch. Diese Jeans, deine Tennisschuhe. Ja, hey, du bist doch erwachsen, Junge. Wir besorgen dir ein paar Klamotten, die besser zu dir passen. Ja. Damit wirst du dann bestimmt Eindruck machen. Hey, ich bin der Experte und ich weiß ganz genau, was gut für dich ist, mein Junge. Oh, das reicht. Ich sollte dringend hier raus. Kleine Luftveränderung und dazu heiße Musik, und zwar jetzt gleich. Nein, doch nicht dieses Band, oder? Nein, Live-Musik, Jenna. Mit vielen Menschen und Getränken und Dutzenden, Dutzenden von Männern. Hat dich die Straße gerufen, Paula? Ja. Wer möglich. Willst du mit? Nein. Ach, komm mit, Jenna. Nicht immer Nein sagen, Mensch. Nun komm schon, willst du nicht auch mal etwas abwechseln? Nein. Bitte. Da lässt sich nichts machen. Also dann, Wiedersehen. Hey, Percy, komm her, Mann. Ich hab keine Zeit. Mach Platz, ich habe keine Zeit für Späße. Percy, ich finde, es geht auch netter. Was denkst du? Also, ein paar der Schüler und ich wollen noch ins New Drop-In heute Nacht ordentlich anheben. Komm doch mit, wenn du Lust hast. Ich lade dich ein. Sicher. Okay, kein Problem. Mach jetzt bitte Platz. Wir sehen uns dann. Danke. David Bronson hat gerade ein Friedensangebot gemacht. Er will unbedingt mit mir und mit seinen Versagern einen Saufen gehen. Du solltest die Einladung annehmen. Vielleicht bekommst du ein paar interessante Informationen. Vielleicht findest du einen seiner Schwachpunkte, seine Achillessehne. Verse. Wäre doch möglich. Man könnte ihn vielleicht wieder in den Knast befördern. Ja. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Danke. Stell sie hin. Das geht auch nicht. Ich wollte dir das Foto Trinkst zeigen. Trinkst du kein Bier? Nein, das war der erste Tag. Nicht. Da steht unser Superstar. Siehst dir doch an. Oh. Hallo, Percy. Komm rüber. Komm rüber zu uns. Nein, du hast sie nicht ganz lieb zu. Du wirst meine Kleine um Verzeihung bitten, du ungehobeltes Arschloch. Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Sag es schon, Percy. Sag dem netten Herrn, dass es dir leid tut. Hey, halt's Maul, Mann. Halt dich gefälligst raus. Ja, es ist los und es tut mir nicht leid. Okay, dann gibt's was auf die Fresse. Nicht doch, Jungs, nicht doch, Jungs, lass das! Setz dich hin, lass doch! Schaust du keine Kinder? Halt die Schnauze, du Arsch! Los, kommt! Ist besser, wenn wir verschwinden. Ich würde mir lieber die Schlacht weiter ansehen. Was machst du da unten eigentlich? Was wohl, Mann? Was kennst du so blöde? Auf meinen Hintern. Was? Der hat doch angefangen. Ja, habe ich genau gesehen. Ja, er hat die Dame belästigt. Die Dame, die geht doch auf den Strich. Na, warte. Hey, lass mich hier raus. Ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Na, komm her. Willst du mal? Ey, was soll denn das? Junger Mann, wie ich hören musste, haben Sie einen meiner Mitarbeiter hier eingesperrt. Nehmen Sie Ihr Foto von uns. Ma'am? Nennen Sie mich nicht Ma'am, ich bin nicht Ihre Mutter. Ich bin noch nicht so alt. Was kann ich denn für Sie tun?
Sie können Percival Grenville sofort hier erscheinen lassen. Sie halten den Jungen fest gegen seinen Willen. Sie werden es wahrscheinlich nicht fassen, Lady. Aber fast alle Personen, die da unten sitzen, halte ich fest, total gegen ihren Willen. Hey, Percy ist da. Die Mutti ist hier, Percy. Bestell dir einen schönen Gruß von mir und sag dir, sie hätte ihn lieber rechtzeitig abtreiben sollen. Halt ihn steif, Percy. Ich bin nicht sicher, wen von euch beiden ich loswerden will, dich oder Bronson. Hör zu, ist nicht mein Fehler gewesen. Du rennst immer in sowas rein. Du gerätst in Schwierigkeiten und ich muss sie wieder ausbaden. Es war doch Wenn nicht... jemand in den Knast sollte, dann bestimmt Bronson und nicht du. Ich wollte doch nur also... Hör mal gut zu. Das nächste Mal, da werde ich dich dort lassen. Und eins. Hua, ba. Und dreh. Hip und stehen. Bleib so stehen. Niemand darf dabei hinterherhängen. Ihr müsst es alle gleichzeitig tun. Gut, bleibt genauso stehen, denn wenn ihr später beim Film seid, darf sich niemand bewegen, ehe der Regisseur nicht Schnitt gesagt hat. Los, weiter dehnen. Dehn die Linie, das ist richtig. Das ist gut. Fühlst dich, als würdest du gleich umkippen, oder? Ja. Schön weitermachen. Oh, Jenna, ich kann nicht mehr. Was soll das werden? Ein kleines Zwiegespräch mit Gott, Paula? Schlaf nicht ein! Eins! Schon besser. Danke. Wins, wie stehst du denn da? Hier. Sie waren meine erste Kundin, Mrs. Hilme. Ich danke Ihnen. Heben Sie es mir endlich her. Oh Gott. Darf ich mal? Hallo. Kann ich helfen? Ja. Ich denke, vielleicht können Sie es. Okay. Wissen Sie Ihre Größe? Nein, leider nicht. Ich denke jedoch, wir werden... Kurz mal Maß nehmen. Nicht aufbauen. Es soll sich entwickeln. Ha! Ha! Drehen! Und raus! Ha! Und hoch raus. Und aufstehen. Und das Finale. So stehen bleiben. Das war schon näher dran. Es ist ein Anfang. Aber das war es noch nicht. Das gewisse Etwas fehlt noch. Daran musst du arbeiten. Es kommt nicht von selbst. Ich habe verdammt viel Zeit. Ich werde mit dir arbeiten. Aber du musst auf mich hören. Denn was ich da gerade sah, ist doch bloß ein Anfang. Es macht nichts, wenn es ein Jahr dauert. Ist das klar? Ein Jahr und ich bin immer hier. Du musst nirgendwo anders hin. Du kommst immer nur hierher. Und jeden Tag wirst du mir ins Gesicht sehen und dir anhören müssen, dass es das noch nicht war. Mann, Jenna, das tut mir schrecklich leid. Ist alles in Ordnung? Du hast dich da ganz... Was machst du da eigentlich? Du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe dich abgebürstet, weil eben durch den Sturz... Du Volltrottel, etwas... ich glaub kein Wort. Hey, hör zu, es tut mir leid, okay? Was soll ich denn nur machen? Soll ich... Lass mich einfach zufrieden, okay? Es wird nicht einfach sein, dich zufrieden zu lassen. Wo wir zwar doch heute Abend essen gehen. Kein Essen? Vielleicht frühstücken. Gleich morgens, wenn die Sonne aufgeht. Okay, Mittagessen könnten wir doch gehen. Nur einen kleinen Imbiss nehmen. Einen Cracker mit Frischkäse oder sowas. Hör zu. Ich werde dich bestimmt die ersten 2 Jahre unserer feurigen Beziehung nicht mit wilder Leidenschaft quälen. Wirklich nicht? Das verspreche ich dir. Hey, heute 9 Uhr, zum Abendessen. Hallo. Ist wirklich hübsch hier draußen. Ja, es ist wunderschön. Ich habe gestern dein Training gesehen. Da hast du ganz wundervoll ausgesehen. Ich war wundervoll? Weißt du, ich... Nicht du, ich meine, dein Tanzen, das war das wirklich Wundervolle. Aber doch, du bist auch schön gewesen. Ich meine, wundervoll. Danke.
Ich habe dich auch beobachtet. Das ist aber schade. Ich bin nicht gerade sehr gut. Du könntest aber gut sein. Es ist da. Du bist nur nicht von ganzem Herzen bei der Sache. Wäre möglich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kommt's daher, weil ich fürchte zu versagen. Du musst Halt suchen, bei Freunden und deiner Familie. Das wird nicht leicht sein. Wir kommen aus New York. Was ist mit dir? Du wirst doch Familie haben. Mutter, Vater, Bruder und so. Ein Freund vielleicht? Sicher. Aber sie sind ziemlich weit weg von mir. Sieht er gut aus? Wer denn? Dein Freund, meine ich. Oh, ich sagte, ich habe Familie. Ich sagte nichts von einem Freund. Klingt ziemlich unwahrscheinlich, denn solche Sachen passieren mir nicht. Wär's dir lieber, es gäbe einen? Nein, ich find's toll, dass es keinen gibt. Ich find's echt toll, dass du keinen Freund hast. Denkst du, es wäre möglich, dass wir, du und ich, vielleicht mal essen gehen? Oder auch mal ins Kino? Ja, ich denke, das wäre bestimmt sehr schön. Ja, das denke ich auch. Du solltest dir Maggies Wagen ansehen. Einfach fabelhaft. Wer ist fabelhaft? Maggie oder ihr Auto? Ihr Auto natürlich. Natürlich. Aber sie ist auch in Ordnung. Wofür packst du da? Für den Job und die Verabredung. Oh, die meisten Menschen ziehen sich einfach um und gehen. Willst du etwa mit ihr zusammenziehen oder was? Oder was? Nein, ist bloß unsere erste Verabredung. Oh, du packst Arbeitsklamotten ein? Ja, die Uniform, du kennst sie doch. Oh ja, natürlich kenne ich sie, natürlich. Gib mir den Hut her. Kannst du das? Schon nervös, hä? Huh? Nein. Oh, ist der Junge heute nervös. Oh, ist der Junge heute... Ich kann's allein. Ich kann nicht verstehen, warum du damit essen gehst. Ich sagte doch, es gehört mir nicht. Einem Freund gehört der Kram. Ich bringe es ihm bloß wieder. Ich danke ihm. Er arbeitet hier tagsüber. Hallo, Johnston, für zwei. Hier entlang, bitte. Bon Appetit. Danke. Also, seit wann tanzt du? Als kleines Mädchen schon. Und du? Du musst entschuldigen, aber ich habe einen sehr kranken Onkel. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich muss das Krankenhaus anrufen und fragen, wie es ihm geht. Okay? Okay. Es wird bestimmt nicht lange dauern. Sicher, sicher. Ich bin sofort wieder da. Warte hier. Ich hoffe, er wird wieder gesund. Ich möchte meine Tasche, bitte. Machen Sie schnell. Sie kriegen es nachher. Hallo. Guten Abend, Sie wünschen? Ich werde erwartet. Johnston! Das ist kein guter Anfang. Sie sind bereits 15 Minuten verspätet. Ich weiß, tut mir leid. Ich hatte einige Probleme. Es wird nicht wieder passieren. Das will ich doch hoffen. Fangen Sie mit dem da an. Und bringen Sie die Zettel nicht durcheinander. Und beachten Sie die Kurve, wenn Sie runter in die Garage fahren. Ich muss mal eben für eine Sekunde rein. Sie tragen hier so lange die Verantwortung. Kein Problem, ich habe alles unter Kontrolle. Ich wünsche einen schönen Abend. Halt. Ma'am, Ihr Zettel! Bitte, einen schönen Abend noch. Ich bin sofort bei Ihnen. Aber wieso ich?
Teufel ist hier eigentlich los, verdammt? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Was? Oh, danke fürs Warten. Geben Sie mir den Schlüssel. Nein. Nein, ich habe gerade gehört, wie Sie den anderen Wagen runterfuhren. Ich werde lieber... Nein, tut mir leid. Tut mir leid, das geht nicht, weil im Versicherungsvertrag geschrieben steht, kein Kunde fährt seinen Wagen in die Garage. Ist ein Kündigungsgrund. Ich bräuchte den Schlüssel. Okay. Danke. Aber passen Sie auf. Genießen Sie den Abend. Hey, Sie zerstören ja mein Auto. Aufhören! Aufhören, Sie ruinieren mein Auto! Ach, Ihre blöde Versicherung interessiert mich nicht. Ich werde das Auto fahren. Hören Sie mal, ich müsste da kurz rein. Ja. Ich bin sofort wieder da. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, mehr nicht. Danke. Hier. Danke. Hören Sie, das ist für Sie, okay? Danke. Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Ich bin an dem Tisch da hinten. Könnten Sie bitte rüberkommen? In 5 Minuten, weil ein wichtiger Anruf da sei. Okay? Ich find's sehr schade. Aber was denn? Deinen kranken Onkel. Wen? Lou? Ich kenne ihn ja nicht. Diesmal hat es ihn richtig erwischt. Ist das alles? Und weiter interessiert's dich nicht? Unkraut vergeht nicht. Was heißt das? Das heißt das. Ich dachte, es wäre zu Ende. Nichts mehr über meine Familie, okay? Natürlich. Bist du hungrig? Okay, Sie gut. Sogar. Hey, Fräulein, können wir bestellen? Aber gern. Entschuldigen Sie bitte, da wäre ein dringender Anruf. Ich muss leider rangehen. Mein Onkel, was wird's sonst sein? Suchst du was für mich aus? Ja? Toll, ich werd mich beeilen. Entschuldige bitte. Danke. Ich muss unbedingt die Bremsen prüfen lassen. Sie fühlen sich schon ganz weich an. Ich hoffe, Sie haben sich da drin gut amüsiert. Denn das ist Ihre letzte Pause für heute gewesen, Mann. Ich muss rein zum Boss, also parken Sie den. Nicht mehr lange dauern. Eine Sache von Stunden. Können wir vielleicht etwas tun? Nein. Sollen wir ins Krankenhaus fahren? Oh, nein. Nein, bestimmt würde er nicht mal merken, dass wir da sind. Seine Zeit ist leider um, das ist alles. Wo ist er ist eben jetzt dran. Ich werde ihn umbringen! Ja, wir sollten gehen. Los, schnappt ihn euch, Jungs! Nein, komm, wir müssen gehen. Wir haben doch das Schwein werde ich genauso zurichten, wie er meinen Wagen zugerichtet hat. Bleib gefangen, steh, du Feige, und dich mach ich fertig! Ich hab den Kerl doch sowieso nicht!
sollte die Vorstellung überhaupt? Wir hatten noch nicht mal gegessen. Oder war es nur wegen deines Onkels? Was hat der denn damit zu tun? Ich denke, er stirbt. Nein, 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 nicht der. Der stirbt nicht, sondern meine Großtante. Also wirklich, du bist doch nichts anderes als nur ein dummer Clown. Ich kann dich nicht ausstehen. Du hast nicht mal einen sterbenden Onkel. Nein, ich hab keinen. Hey, wenn es so wichtig für dich ist, werde ich versuchen, ob ich einen auftreiben kann. Du wolltest mich bloß verarschen und ich war dumm genug, es zuzulassen. Verarschen? Ausgerechnet dich? Du hast sie nicht alle. Du machst es dir zu einfach, Baby. Ich werde dir erzählen, wer von uns beiden sich verarscht hat. Ich hatte nämlich fast überhaupt kein Geld, als du sagtest, wir gehen essen. Sie hatten mich gerade entlassen bei meinem letzten Job. Aber ich wollte unbedingt mit dir essen gehen und deswegen suchte ich mir einen neuen Job, nachdem du gesagt hattest, du würdest mit mir essen gehen. Willst du wissen, was ich gemacht habe? Ich war draußen und parkte Autos ein, damit ich das Essen bezahlen konnte. Ich wurde fast zerquetscht von einer 300 Pfund schweren Lady. Ich zerstörte die vordere Hälfte eines Karawans, der gehörte zwei Priestern. Es kommt noch mehr, das hörst du sicher auch gern. Ich habe eine Corvette, die einem bekannten Footballstar gehörte, zu Schrott gefahren. Verarscht, ja. Dich verarscht, hä? Lass es raus, lach doch. Mach schon. Komm schon, lass es raus. Ich sehe doch, du bist fast am Platzen. Komm schon, lach über mich. Lach über den Volltrottel, du kleine reiche Tussi. Komm her. Setz dich. Komm her. Thank you.
Was denkst du, wollen wir beide uns wild lieben gehen? Du hast doch gesagt, wir warten mindestens 2 Jahre. Ich lüge dauernd. Komm mit. Bei. Beweg dich! Los! Hopp, 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 hepp, hüpf! Hopp, hopp, hepp, hüpf! Hopp, hopp, hepp, hüpf! Hopp, hopp, hepp, hüpf! Warum bist du so früh schon auf? Niemand steht so früh auf, es sei denn, er wäre Farmer. Ich konnte nicht schlafen. Aha. Hopp, hopp, hepp, hoch! Hopp, hepp, hoch! Hopp, hopp! Du bist verliebt. Niemand muss so lächeln, wenn er nicht ziemlich verliebt ist. Die Liebe lässt Menschen sonderbare Dinge tun. Ja, komm schon, du kannst ein bisschen mitmachen. Hopp, hüpf, hopp, 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 hüpf, hopp, hopp, hepp und hüpf, hopp, 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 hepp, hüpf. Ja! Hopp, hopp. Hey, ich weiß. Never lonely night. Yeah. You visit with your sister, helping her to weather another painful time. But I'll be alive. Your sister is the minister. The story you've been telling me is just another lie. Girl, I know you've been taking it down. I know you've been spreading your love around. I know that you think there's nothing's wrong. Did you really think that you could pull it off? Each evening as you go, listening to your story while you're putting on your show. Tell her that you're not taking any more. Hey. Girl, hey. I can pack and all your stuff is by the door. I know you've been taking it to town. I know that you've been spreading all your love around. I know that you think that nothing's lost. Did you really think you could pull it off? Good. Dinge geschrieben. Und ich denke, wenn es uns gelingt, uns zusammenzutun, springt bestimmt was für die Show raus. Denk drüber nach. Maybe it's love.
I'm feeling deep inside. Makes me laugh, makes me cry. It's hard to know love. I always think about it, I dream about it, but I don't know love, love. Lovers have a certain glow, and lovers always seem to know it's in their eyes. They say you'll find it in the night. It always makes you sure it's right. It feels so right that night. Takes you on a lover's flight. Oh, when you're in love. Was für Dinge denn? Dinge. It's hard to know. It's hard to know. When you're in love. When you're in love. It's hard to know. It's hard to know. Ich muss gar nicht darüber nachdenken. Ich will es machen. Lass es uns tun, okay? Tut mir leid, ich habe ihn noch nicht erwischen können. Die verbreiteten Gerüchte haben ihn mir zur Legende als zum Schwein gemacht. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das weißt du selbst. Bald wird uns etwas einfallen müssen. Denk doch nur an die Jahresabschlussshow. Auch der Aufsichtsrat wird erscheinen. Ich habe Patricia und sie ist fabelhaft. Du hast Patricia nicht. Claudia hat Patricia. Du hast absolut nichts. Also, du solltest dir etwas einfallen lassen für die Abschlussshow. Das werde ich. Es wird mir etwas einfallen. Und das endet für ihn so böse, dass selbst sein Onkel ihn vor nichts bewahren kann. Heute wollen wir uns konzentrieren auf die ursprünglichen Instinkte. Das, was spontan aus eurem Körper kommt. Das ist der Weg, wahre Größe zu entdecken. Wenn überhaupt welche vorhanden ist. Jeder arbeitet mit einem Partner und macht nur Improvisation. Ich will, dass ihr in euch reinhört, was euer Körper euch sagt. Ihr müsst lernen, umzusetzen, was eure Augen sehen. Versucht, eins zu werden. Ich will jetzt keine zwei Individuen. Ich will jetzt bloß eine Person über das Parkett tanzen sehen. Es geht los mit Jenna und Vince. Los, fangt an! Love is a very peculiar thing. It can fly to hearts on wings. As one, they touch the sun and then slowly start to fall. In the sea, they're always called. And they make you lose control. Your eyes hold love for me as I slowly start to fall. In the sea they're always calling. Till all that I can hear are your whispers in my ear of love, sweet love, breathless.
it's love, of love, love. Das ist es, was ich meinte damit. Das war eine perfekte Lösung dessen, was ich Ihnen vorgegeben hatte. Für Vince und Jenna ist das ganz bestimmt der Durchbruch gewesen. Es zählt bloß noch, was ab jetzt geschieht. Und macht weiter, so wie bisher. Und hört gut zu und arbeitet konzentriert. Was die anderen angeht, bitte versucht, so gut zu werden wie sie. In Ordnung. Und jetzt raus hier. Clap to the beat, dance to the music, go tell the street, there's gonna be a party tonight. Clap to the beat, dance to the music, go tell the street, there's gonna be a party tonight. Everybody, we've had a long, hard week. Oh, Christ. Don't you think it's time we took it to the streets? Oh, was, das war nichts. Music is playing. You can hear it in the air. Leave all your troubles and your cares. Ooh, Lord, clap to the beat. Dance to the music. Go tell the street. Na los doch, mach es. Das geht doch nicht. Natürlich. Aus Experimenten können wir nur lernen. Wow. Ich komme gleich. Tag. Tag. Geht's dir gut? Oh, mir geht's toll. Gut. Was tust du heute Nachmittag? Gar nichts. Gut, ich habe ein Studio gebucht. Das ist nicht wahr. Doch. Wirklich? Ja. Ist ja Wahnsinn. Es kann losgehen mit den Songs. Ich bin ganz heiß. Gut. Ich bin fertig. Toll. Ich werde dich nachher abholen. Ja, mach das. Bis dann. Bis dann. Klasse. Hey, Paula, komm her. Das ist der Song, an dem ich geschrieben habe, die letzten paar Tage. Ich habe einen Vers und den Chorus. Aber ich bekomme einfach kein Ende. Los, hilf mir dabei. Okay, dann lass hören. In the morning, when you were walking, and felt the place where I have been. Just remember all those things we spoke of, and how we felt just like the wind. Wunderschön. Danke. Okay, Moon, wir können aufnehmen. Wir warten nur auf dich. Auf. Es geht los.
my dream. Hello, it's me. You've been always on my mind. It just in fantasy. Who'd ever thought that we'd get caught in a dream that would come true? A starlight wish that meant the day. Out of the blue that I meet you. Oh, in such a special way. And get the chance to finally say, hello, it's me. Each other like real lovers do. I'm so glad I waited for you. Oh, I'm happy too. For you and me. For you and me. Life has given us a chance. Let's never say goodbye. Who'd ever thought that we'd get caught in a dream that would come true? A starlight wish that meant the day. Out of the blue that I need you. In such a special way, and get the chance to finally say, hello, it's me. Versprochen? Versprochen. War eine gute Arbeit. Ja, du warst großartig. Geh lieber rein, bevor McKenzie mich erwischt. Oh, oh, das hat Stil. Aber sicher. Ich muss gehen. Ich muss wirklich gehen. Nacht. Sie an. Hallo, Mr. Bronson. Guten Abend, Percy. Scheint so, als seid ihr inzwischen schon gute Freunde. Ja. Sie schreibt gute Songs und singt auch gut. Ja. Wie tanzt sie denn? Nun, da macht sie sich auch ziemlich gut. Weißt du, ich finde, du steckst mit ihr in einer wirklich interessanten Situation. Und was soll das bitte bedeuten? Ach, das weißt du. Du weißt genau, man könnte dich rausschmeißen wegen Unzucht. Mit einer abhängigen Schülerin. Wirklich, Percival? Mhm. Daran dachte ich noch gar nicht. Aber weißt du, sowas würde ich bestimmt niemals machen, da ich doch immer ein absolut gesetzestreuer Bürger bin. Wirklich, Moni? Ich glaube kaum, dass du davonkommen wirst, wenn du keine besseren Ausreden hast. Na los doch! Schlag doch zu. Ich werde zum Abschied winken, wenn sie dich wieder in den Knast schicken. Übrigens, du willst doch bestimmt Abzüge von den Fotos, die ich während eurer Aufnahmen geschossen habe.
Sie demonstrieren sehr eindrucksvoll, wie eng zwei Menschen doch zusammenarbeiten können. Scher dich, Sir. Was? Ich sagte, ich muss leider gehen, Percy. Gute Nacht. Ihr macht euch immer besser. Ihr seid schon ziemlich dicht dran. In Ordnung. Und nun zu unserem Lockerungstraining. Und auf geht's. Jenna, komm her. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4. Ha, ha. Schulter, Schulter. Und alle zusammen. Gut. Kann ich dich kurz sprechen? Sicher. Jenna, du übernimmst bitte. Ja? Ich glaube, dass ich bei den Improvisationen noch eine Menge lernen könnte von Vince. Aber ich mag ihn nicht danach fragen. Kannst du das nicht tun? Natürlich, Maggie. In Ordnung. Überrascht? Ja. Sag mal, wo wolltest du noch hin? Lass uns tanzen gehen. Ich kenne einen wahnsinnig coolen Club. Wahnsinnig coolen Club? Ich will mich heute amüsieren. Es wird sicher ganz heiß. Los, komm! Now Tony loves Rosalita. And she's a hell of a cat. When it comes to body looks, Rosie has no match. The word is out on Rosalita. The boy, she leaves her alone. A night alone with Rosie, and you can never go home. And when the king sings down on the boulevard, the game plays. Baby, they play it hard, the king sings. I'm the king of the streets. Wir werden jetzt lieber nach Hause gehen, okay? Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Du hattest genug und ich auch. Es ist doch ganz früh, Simon. Es ist viel zu früh und viel zu spät. Nicht mir leid. Your light. Kannst du nicht den Mund halten? Du wirst doch alle aufwecken. Tut mir leid. Doch, es war echt ganz toll. Und er war auch ganz toll. Wer ist toll gewesen? Weißt du, ich habe niemals verstanden, wieso du ihn so toll fandst.
Ich habe immer geglaubt, er wäre ein Idiot. Aber nach heute Nacht finde ich das überhaupt nicht mehr. Wer ist dieser Idiot? Vince. Ich verbrachte die wundervollste Nacht meines Lebens mit ihm. Die ganze Nacht. Will dir Lover nicht ins Telefon gehen? Halt lieber die Schnauze. Ich hoffe, du hast mehr Glück, als ich es eben hatte. Wir müssten uns mal etwas Zeit nehmen fürs Abmischen unserer Songs. Die Show ist nächste Woche. Ja, ich weiß. Schon in Ordnung. Wir beide haben viel zu tun. Ich werde es machen, wenn ich kann, okay? Nein. Entschuldige bitte, aber ich bin nie zu beschäftigt, meine eigenen Sachen zu mischen. Bitte, was ist jetzt? Was ist jetzt? Wieso? Ich sagte dir doch gerade, dass ich sie mische. Zufrieden? Nein, ganz und gar nicht zufrieden. David, was ist mit dir los? Ich meine, habe ich etwas gemacht oder habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Nein. Doch du solltest lieber noch mal deinen Tanz für die Show durchgehen. Lieber meinen Tanz für die Show durchgehen? Was hat das denn zu tun mit unserer Musik? Weißt du, das ist so ziemlich der beste Kram, der mir jemals aus der Feder floss. David, rede mit mir. Was passiert hier eigentlich? Ich meine, ich warte vergebens auf deinen Rückruf. Du benimmst dich, als wolltest du mich überhaupt nicht sehen und als ob du mich nicht kennen würdest. Nein. So ist es nicht. Ich habe nur wirklich sehr viel zu tun, weil ich die Show vorbereiten muss, Paula. Ich bin beschäftigt. Okay, hoffentlich bin ich noch da, wenn du mal nicht mehr so viel zu tun hast. Hey, du hast wohl völlig vergessen, dass das eine Tanzakademie ist. Oh, ach nein, wirklich? Ja. So wie deine Tanzerei aussieht, weiß ich genau, wo du sein müsstest. Und zwar jede Minute bis zur Show. Und wo sollte das sein? Im Trainingssaal. Was zur Hölle machst du denn da, Jana? Ich mach sauber. Räume auf und um. Fantastisch. Es ist Zeit für Veränderung. Ja, da hast du verdammt recht. Zum ersten Mal. Da empfinde ich etwas für jemanden und schon werde ich betrogen. Ich wusste es. Ich hatte es kommen sehen. Niemand sieht so etwas kommen, Jana. Gott, ich hasse Männer. Manche Männer. Ein Mann. Und aus und auf. Und eins. Okay, fünfte Position. Plié. Hello, it's me. I have known you all my life. If only in my dream. Hello, it's me. Plié. You've been always on my mind. Oberkörper raus und ganz weit zurück. That we get caught in a dream that would come true. A starlight will. Ganz durchstrecken. Nicht so wackeln, ihr seht ja aus wie Zitterpappe. Hey! Vince! Hey Vince, bist du taub? Dein Vater rief an, er hat irgendwas für dich. Er will, dass du ihn wieder zurückrufst. Er sagte was von Automieten im September. Mein Vater will immer alles gleich sofort. Er kann warten. Es ist Jana, stimmt doch. Es ist so offensichtlich. Es ist mehr als offensichtlich. Was habe ich ihr nur getan? Was... Was war denn falsch? Der Tanz mit Maggie ist nicht besonders angekommen. Mit Maggie? Mit Maggie?
Ja, Blödmann, mit Maggie. Maggie. Alles klar? Ach, komm schon, Mann, das... Nein. Nein, das war ein Tanz. War doch kein Tanz. War nur ein Tanz. War nicht nur ein Tanz. Doch, nur ein Tanz. Nein, es war mehr so ein Paarungsritual. Hey, Vince, würde ich dich nicht besser kennen, dann würde ich dich zum Frühstück verspeisen. Okay. Du bist nicht wütend auf Maggie? Sowas erwarte ich doch von ihr. Hey, sie ist hoffnungslos gleichgültig. Sie ist sehr oberflächlich. Sie ist verwöhnt. Ja. Überkandidelt. Deswegen fesselt sie mich so. Ich liebe es. Das ist krank. Könnte sein. Hör zu. Man hat dich ausgenutzt. Ein bisschen verarscht. Hör zu. Ich finde eine Lösung für dich. Es wird noch etwas dauern. Aber es wird in Ordnung kommen. Kannst du mir glauben? Ich bin noch ein toller Junge. Wisst ihr noch, wie ich euch mal was erzählt habe über den Unterschied zwischen wirklich toll zu sein und nur zu denken, es zu sein? Und die, die wirklich toll sind, müssten es gar nicht sagen. Ihr alle solltet nie auch nur ein Wort zu jemandem sagen. Okay. Gut. Lasst uns vielleicht noch eine letzte Improvisation machen, bevor die Show morgen losgeht. Wir werden uns Johnny T. und die kleine Miss Jenna ansehen. Okay, mach Platz. Los. Ich hab gedacht, sie wäre frei. Das ist sie nicht. Sie ist meine Freundin. Sie war es mal. Ich wünschte, sie wär's wieder. Gute Leistung. Gesagt? Was willst du? Nettes Büro hast du hier. Hier saß früher die Klofrau. Ich fürchte, dass du jetzt etwas Heimweh danach hast. Oh, das klingt ja sehr feindselig hier drin, oder? Was willst du? Aber beeil dich. Ich habe einen Vorschlag. Ich bin ganz Ohr. Miss Mackenzie und ich sind der Ansicht, dass es für die Akademie wohl besser wäre, wenn du dein Amt niederlegst. Als Grund werden deine Perversionen während der letzten Wochen wohl ausreichen. So denkt ihr. Die Bilder werden fürchterlich überzeugend sein. Und vielleicht wäre ich gezwungen, sie dem gesamten Aufsichtsrat auf der Jahresversammlung zu zeigen. Los, geh sofort raus. Raus! Ich verschwinde ja schon, kein Grund für Gewalttätigkeiten. Ja, Moon, was ist? Du musst mir einen Gefallen tun. Ich hab doch noch was gut bei dir. Sicher, natürlich. Percy hat mich ganz schön in der Hand. Ich kann dir nichts Genaueres sagen, aber ich werde dir erzählen, was zu tun ist. Du weißt doch, dass er vor dem Aufsichtsrat tanzen wird.
Oh, Percy soll diese Show niemals vergessen. Er wird rutschen und glitschen. Er hätte lieber lernen sollen, man misst sich nicht mit Mutter Natur. Und man misst sich vor allem nicht mit Moon. Du bist stamm, Percy. Darf ich Sie willkommen heißen zu unserem jährlichen Treffen des Aufsichtsrates? Es ist uns eine große Ehre, dass Sie alle gekommen sind. Da ist für dich extra eine Bühne aufgebaut worden. Und lauter wichtige Menschen sind hier, um dich zu sehen. Ja, ich hoffe, es klappt auch alles. Ach, du bist bestimmt wunderbar. Komm jetzt. Ohne jede weitere Vorrede wird jetzt vor Ihnen unser Direktor für klassisches Ballett auftreten. Mr. Percy Granville. Er erfreut Sie mit einem Werk, welches Ihnen sicher gefallen wird. Hey, also weißt du, ich finde, du solltest jetzt die Bilder dem Aufsichtsrat zeigen. Nach dem, was sie eben sahen, werden sie dir bestimmt alles abkaufen, was du ihnen erzählst. So wundervoll warst du, so wundervoll. Spitze, ehrlich, Jungs, war es nicht wundervoll? Gott, dass ich das noch erleben dürfte. Wirklich viel größer. Ed? Warum immer ich? Ich verschwinde. Aber die Ferien beginnen erst nächsten Montag. Das ist egal. Ich kann's nun mal nicht. Ich bin keine Tänzerin und werd's niemals sein. Hast du dich von Moon verabschiedet? Mach du das lieber für mich. Ich will das nicht nochmal ertragen. Weißt du, er wird denken, ich gebe auf und froh sein, dass ich abhau. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass er dich gern hat. Ich bin sogar überzeugt. Er hat eine komische Art, es zu zeigen. Ich gehe dann jetzt. Danke. Mach's gut.
Tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Ist nämlich meine erste Show. Bist du nervös? Lampenfieber? Sieh nur. Wow. Ja. Das wird unsere Nacht. Ganz sicher. Hey. Sind Sie ein Tänzer? Ja? Ja, das bin ich. Ich zeig Ihnen, was ein echter Tänzer ist. Jenna, wo ist Paula? Ich habe sie überall gesucht. Sie ist weg. Was heißt das, sie ist weg? Du meinst, sie ist gegangen? Ja. Kein Auf Wiedersehen? Kein gar nichts? Sie hat geglaubt, es wird ihr nichts weiter. Was soll das? Es wird mir nichts machen. Es wird aber Zeit sicher, so. Ist ja schon gut. Ist Zeit. Es macht was. Alles auf die Bühne, wir fangen an. Meine Damen und Herren, die McKenzie Akademie präsentiert Ihnen nun Breaking Out. Thank you.
Mein Name ist Richard Harrison. Ich bin der Anwalt des Eigentümers dieser Akademie. Dieser Mann liebt gewöhnlich seine Privatsphäre. Aber er ist so begeistert gewesen von dem, was er heute hier gesehen hat, dass er sich entschlossen hat, persönlich die Aufsichtsratsprämie über 1 Million Dollar zu übergeben. Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen nun den Besitzer dieser Akademie. Begrüßen wir Mr. John Brewster. Die Akademie sowie der Aufsichtsrat beschlossen dieses Jahr der Schule eine Prämie über 1 Million Dollar auszusetzen. Sofern sie ein erfolgreiches Jahr in ihrer klassischen Tanzausbildung, aber auch im New Jazz Tanzprogramm haben würde. Und wir haben das Resultat von harter Arbeit gesehen. Und deswegen überreiche ich jetzt der Akademie diesen Scheck. Danke. Aber es ist mir auch ein besonders großes Vergnügen, Ihnen zu sagen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats überaus zufrieden waren mit dem Ergebnis des Modern Jazz Tanzprogramms. Und aufgrund seiner guten Arbeit hat der Aufsichtsrat beschlossen, David Bronson zum neuen Direktor für alle Sparten dieser Akademie zu ernennen, um Miss McKenzie zu entlasten. Bitte begrüßen Sie Mr. David Bronson. Ich bin der Ansicht, es wäre doch jammerschade, all diese guten Tänzer zu verlieren, nach so viel harter Arbeit. Und ich habe mal überlegt, kann ich es vielleicht noch irgendwie verhindern? Ich bin sicher, unsere lieben Schüler dachten nicht daran, einen Blick zu werfen auf den letzten Absatz ihrer unterzeichneten Verträge mit uns. Also tue ich das jetzt für Sie. Hört gut zu, hier steht: Ich, der Unterzeichnende, erkläre mich einverstanden, einen gewissen Teil meiner Zeit, was heißt mindestens ein Jahr, trotz Beendigung meiner Studien zur Verfügung zu stellen, um damit die zu unterrichten, die mir folgen werden. Also, wir sehen uns dann alle im September wieder. Noch Fragen? Ja!